Hallo und willkommen zurück. Jawohl. Das blubbert vor sich hin. Was ist mit den Gästen? Das war in Ordnung. Aber jetzt gehen wir noch. Hell? Monat. Will unbedingt sehen, bla 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 bla. Okay. Insgesamt ausgegeben. Ja, stabil. Für sonstiges, okay. Auch nicht schlecht. Ja, das ist gerade hier jetzt unterwegs. Okay, okay. Guckt euch die Tiere an. Guckt sie euch an. Los. Da, da. Was für eine Kaffeemühle. Okay, okay, okay. Ja, Finanzierung. Ja, haben halt ein bisschen viel Geld ausgegeben. Vor 2 Jahren. Ist schon wieder soweit. Letztes Jahr. Durchschnittlich, ja. Genaue Abrechnung. Jetzt fängt das schon wieder an hier, ne? Käufe. Jetzt fängt das schon wieder an. Okay. Dann gucken wir es einfach mal weiter. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Kontinent Afrika. Wir brauchen irgendwas, was Tiere zieht. Oder was das günstig ist. Sind Flusspferde günstig? Nehmen wir nochmal ein Weibchen mit. Und fruchtbares Männchen. Immer mehr werden sie nicht brauchen, oder? Oh, ganz viele Weibchen. Bis zu. Dann bauen wir doch erstmal. Würde ich jetzt sagen, aber das ist ja schon wieder. Kontinuierliche Ausgaben. Das war schon relativ wenig, das ist okay. Das ist doch okay. Und hier hinten fangen wir erstmal mit der Wasseraufbereitung. Müssten ja eigentlich noch Strom haben, ne? Jawohl, perfekt. Das interessiert mich alles nicht. Dahin. Perfekt. Wie brauchen die? Was brauchen die denn? Grad 4. Ja. Machen wir das so. Grad 4. Barriere. Das ist Grad 3, das ist Grad 4. Okay, okay, okay. Machen wir das eben so. Na? Würde sich der Herr bitte ziehen? Wäre ich sehr verbunden. Wir brauchen Platz. Ja, einen machen wir noch. Wir brauchen einfach viel Platz. Ich habe hier einen großen Tümpel reinsetzen müssen.
Na, dahin. Das da. Und das da. Wir müssen hier echt jetzt bei Laune halten. Wir gucken mal, ob wir das hier beibehalten. Aber eigentlich sollte das ja nicht das Problem sein. Boah, ich weiß zwar jetzt gerade nicht, was er für Wasser reinigt, aber... So. Ja, es geht immer noch. Das ist gut. Ich da halt hier durch, aber ich glaube, ich eher weniger. Ich brauche ja noch eine Tür. Wie hoch muss denn das Gehege sein? 2 Meter, okay. Haben wir die Mindestanforderung. Sehr schön. Und eigentlich brauchen die nur Wasser. Genau. Gelände. Und dann lassen wir einen schönen Bereich, dass die gefüttert werden können. Und so. Größe. Oh. Dann nehmen wir hier mal ein schönes Becken aus. Oh, ich wollte doch einen Negativberg machen. Ah. Schön die Schwimmhalle ausheben hier. Oh. Die Größe ein bisschen kleiner. Dass sie so ein bisschen ah, okay, Robber, ich habe doch eigentlich so viele rausgeholt. Bisschen kleiner von der Größe her. Danke, Spiel, dass du so unmenschlich dunkel bist. Ich glaube, so viel beheizen brauche ich hier denn nämlich auch nicht. Nämlich. Es kommt davon, wenn ich Sieg spiele. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Boah, was ist denn das Problemspiel? Da müssen wir es halt in weiß machen. Da sehen wir wenigstens ein bisschen was. Was wir hier so tun. So, jetzt in der Größe noch ein bisschen. Wir das alles ein bisschen ausheben, ein bisschen flacher gestalten. Brauchen wir nicht so viel beheizen.
Ah, komm. Na, kriegen wir diese ganz eckigen Kanten eigentlich auch weg? Weil die finde ich mega hässlich. Alles ein bisschen smoother gestalten. Okay, jetzt füllen wir den Kram hier mal mit Wasser. Ich habe da noch eine andere Vermutung. Moment. 3. Machen wir jetzt mal anders. Cool, Moment. Doch, ja. Können wir das jetzt nicht mehr mit mehr Wasser füllen? Gut, hier haben wir noch ein bisschen was zu bearbeiten. Weil genau das ist ja so hässlich. Oh, das ist doch relativ gerade. Ja, das sind halt so diese kleinen Feinheiten, die man mal gucken muss. Das sieht einfach ein bisschen kacke aus. Ja, das, so puzzelt man sich halt da immer langsam ran. Gut. Hier haben wir eine Stelle, die wir ein bisschen anheben sollten. Und ein bisschen glatt ziehen. Es sollte sie ja eigentlich weg sein. Nö. Eine Etage höher, alles fluten. Jetzt besser? Etwas. Etwas besser. Ja, nicht ganz. So. Dass alles nicht ganz so schäbig aussieht. Ja. Kann ich jetzt auch hier rüber gehen? Versuchen so ein bisschen glatt zu ziehen. Ist immer noch weg. Ja, die Putze können wir da lassen. Gut. Okay. Ja, so puzzelt man sich halt ran, weil das ist so suboptimal gelöst in dem Spiel. Wenn man das schön haben will, ne? Ich könnte eigentlich auch gucken, ob ich hier mit dem Fundament langkomme. So. Geht das nicht mit dem Fundament?
Wer dehydriert? Wer ist hier denn? Das machen wir anders. Aber nicht Schnee. Erde. Kacke, 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 Erde. Dann machen wir hier eine Pfütze rein. Kacke. Verdammt. Gut, gibt Schlimmeres. Aber das so. Ah, Kacke. Ich habe ja ganz vergessen, ich brauche noch was zu futtern. Oh, ich bin hier so vertieft in meinem Bau. Ja, so würde ich sagen, so können wir das lassen. Aber hier noch ein bisschen Insel. Ja. Und dann beheizen wir das mal eben schnell. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Forschung abgeschlossen. Gut, hätten wir das. Der kleine Koala hat auch schon angefangen. Das ist hervorragend. Lass mich raten. Kegelrobbe, Überbelegung. Machen wir das erstmal. Kegelrobbe. Ich hatte hier eigentlich schon so viele rausgenommen. Okay. Raus. Raus, raus. Na denn, raus. So, freilassen. Richtig, kann ich rausgehen. Schabe. Eine australische Großschabe ist natürlich auch wieder mit Bravour dabei. Die Weibchen bleiben drinne. Du kommst raus. Jawohl, haben wir doch so schon. Jetzt hatten wir noch einmal Schneeleopard. Überbelegung. Schneeleopard. Oh. Hier kommt erstmal ins Handelszentrum. Bis zum Handelszentrum. So. Haben wir einmal beide einen kompletten Satz. Brauche ich zwei? Abgeschlossen. Der ist weg. Gut. Dann beheizt sich das noch schnell. Gehege. Na? Gut. Gut. Dann gucken wir gleich mal. Forschung. Der ist fertig. Bildung. Rotiert. Gut, indischer Elefant. Mutwillig zerstört. Schön. Indischer Elefant. Oh, schon. Der indische Elefant. Wo ist er denn? Hell? Wo ist der indische? Da ist er doch. Der versteckt sich. Der ist so groß und kann sich vor mir verstecken. Das musst du auch erstmal können. Gut.
Ja, die brauchen ja wieder. Jetzt mal dich dahin. Barriere. Kann man nicht einmal ringsrum sagen? Nope. Ist okay. Ist okay. Holen wir die Tiere mal rein. Pluspferd. Holen wir sie erstmal einmal rein. Zusenden. Bitte, danke. Gibt es eigentlich noch ein Flusspferd? Ja, hier ist noch ein Weibchen. Nehmen. Bitteschön. Dann ziehen wir dich jetzt noch in diesen Bereich rein. Arbeitsbereich. Hier, hier, hier. Oh, dann schließen wir bald hier vorne an, das ist doch schön. Hallo, Mr. Flusspferd. Reicht Ihnen das nicht? Gehege. Nehmen wir das Ding hier mal weg. Nee. Dann würde ich nämlich lieber sagen. Geht das? Akzeptiert ihr das? Ja, aber das sieht mich besser aus. Diese Kloppe eigentlich nicht schön. Das ist nämlich so. Kann man nämlich schöner einsortieren hier. So, das. Die kann man auch problemloser erweitern und das Gehege sieht dann nicht so abartig. Na? Sieht dann eben halt nicht so dermaßen voll aus. Ein Stück hoch. Wie weit seid ihr jetzt eigentlich mit? Das ist okay. Okay. Also können wir das hier hinten wieder zuschütten. Ja, dann schütten wir das auch wieder zu. Nehmen wir das Wasser raus. Und schütten das wieder zu. Da bin ich echt schmerzbefreit. Okay, okay. Ja, ja, immer wieder Ruhe. Das machen wir jetzt gerade noch schnell fertig. Jetzt mal alles mal ein Stück hoch. Und dann machen wir das. Und jetzt setzen wir hier wieder Wasser rein. Na, reicht es? Wird berechnet, wird berechnet. Eigentlich sollte das Land mehr werden. Da.
Was haben wir denn? Pillendreher und wandelndes Blatt, danke. Ah. Pillendreher. Raus. Raus. Du bleibst drin. Du kommst raus. Aus. Das. Das mal. Boah. Erst gar nichts und dann kommt auf einmal so. Da haben wir ein Weibchen noch ein goldenes. Gut. Zwei Männchen haben wir. Ein Männchen haben wir. Dich und dich. Schnell handeln. Lux-Überbelegung. Und wandelndes Blatt muss man nochmal gucken. Wandelndes Blatt. Ja, das Problem ist, die haben auch keine hohe Lebensrate. Von daher sollten die sich selber vermehren. Halten wir bei. Raus. Immer noch ein Männchen. Und der Rest kommt weg. Tschüss. Gut, Lux. Überbelegung. Lux. Überbelegung. Jo. Bleibst drin. Ein Männchen, ein Weibchen kommen ins Handelszentrum. Dann haben wir schon mal einmal eine Grundausstattung. Lux. Und du kommst. Na. Danke. Ja, haben sie sich schon mal dran gewöhnt? Pflanzen brauchen wir hier nicht reinsetzen. Das macht keinen Sinn. Flusspferd. So, das Flusspferd. Da haben wir es doch. Gut. Essen. Zwei davon hin. Okay. Können wir das so hinsetzen? Wir finden Spielzeug. Okay, Futter. Hier können wir mit der Tonne spielen. Und Futterbeschäftigung, Spielzeug und noch eine Futterbeschäftigung. Hier. Herzlichen Glückwunsch. Landfläche ist zu klein. Ja, das werde ich offscreen machen. Guti. Ich verabschiede mich und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.